Mit dem Rückgang des Bergbaus und dem Ende der Bergsenkungen ist es in der Emscher Region jetzt wieder möglich, Abwasser in geschlossenen unterirdischen Kanälen abzuführen und den Fluss Emscher sowie seine Nebenflüsse Schritt für Schritt in saubere, naturnahe Gewässer umzugestalten. Ziel des Großprojektes Emscher-Umbau ist, die Emscher-Region insgesamt aufzuwerten sowie das Lebens- und Arbeitsumfeld der Menschen nachhaltig zu verändern. Für die ökologische Verbesserung des Schurenbachs am Fuße der gleichnamigen Halde im Essener Norden wird der bisher unterirdisch laufende Bachlauf nun renaturiert. Dabei erhält er unter Einsatz von Geokunststoffen einen neuen oberirdisch laufenden und sicher abgedichteten Wasserlauf. Aufgrund der anspruchsvollen Geometrie mit sehr steilen Böschungen und einer unzureichenden Tragfähigkeit des Untergrundes kam eine konventionelle Abdichtungsmethode hier nicht in Frage. Stattdessen hat man sich für ein nachhaltiges, ressourcenschonendes Gesamtkonzept mit Hüsker-Geokunststoffen entschieden, das eine sichere Gewässerabdichtung, einen stabilen Deichkörper mit steiler Böschung sowie gleichzeitig eine langfristige Abdichtung des Haldenkörpers garantiert. Das Verbundsystem ermöglicht die Wiederverwertung des am Standort vorhandenen Waschbergematerials. Somit spart man die Anlieferung von Kies-Sandgemischen ein. Insgesamt ist das Abdichtungssystem aus Geokunststoffen dünner als eine mineralische Dichtung. Dadurch ist der Erdaushub geringer und man spart Transportkosten ein. Die Langzeitbeständigkeit des geosynthetischen Abdichtungssystems ist für eine Dauer von über 100 Jahren nachgewiesen. Um die Geometrie mit ihren steilen Böschungen herstellen und langfristig sichern zu können, bringen die eingesetzten Hüsker-Produkte wichtige, relevante Eigenschaften mit sich. Die Drainagematte sorgt mit einer hohen Ableitkapazität dafür, dass drückendes Hangwasser sicher abgeleitet und die Stabilität des Bauwerkes nicht beeinträchtigt wird. Mit einer hohen Kontaktreibung trägt sie außerdem zum guten Systemverbund bei. Zum Schutz der Böschung und der einzelnen Komponenten wird zusätzlich noch das HT-Schutzvlies verbaut. Das Vortrag-Bewehrungsgitter verzahnt sich dank seiner hohen Verbundflexibilität mit den umgebenden Baukomponenten und verhindert durch seine Zugfestigkeit ein Abrutschen des Deckmaterials. Die Zugkraft der Vortrag-Geogitter ist für eine Dauer von über 100 Jahren nachgewiesen. Auch Kunststoffdichtungsbahnen und das polymermodifizierte mineralische Abdichtungsmaterial Trisoplast, welches in einem weiteren Abschnitt verbaut wurde, gehören zum Gesamtverbund. Hüsker konnte seine Stärken als Servicepartner mit klarem Fokus auf technische Beratung und innovative geosynthetische Systemlösungen voll einbringen und gemeinsam mit den weiteren beteiligten Firmen ein nachhaltiges Projekt erfolgreich abschließen. Am Landschaftsbaudenkmal Halde-Schurenbach ist ein neuer Naherholungsraum mit renaturiertem Wasserlauf entstanden, wo die Natur nun wieder mehr Freiraum hat, sich vielseitig zu entwickeln.